Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Replay in der Vladivostok von. Ah, jetzt wird's kompliziert. Puppen. Banger. Puppenbanger. Ja, gut. Kennt ihr ihn vielleicht? Also nicht den Puppenbanger, aber das Schlachtschiff mit dem Namen Vladivostok hier in der super duper Spezialtarnung. Es ist vielleicht ein kleines bisschen drüber. Also nur ein kleines bisschen. Ich hätte vielleicht das Goldgehänge auf der Seite da weggelassen und die Überdüber-Flaggen vorne auch. Aber man kann sagen, was man will. Eine Free-Tarnung zum schnelleren Durchleveln und zusätzlich dann noch in einem schneidigen Weiß. Das ist natürlich eine Ansage. Also das Schiff ist an und für sich eigentlich relativ geil, muss man sagen. Also, das ist nicht meine persönliche Meinung, das ist natürlich Fakt. Also, ja. Es wird aber tatsächlich, von manchen behauptet, dass die Vladivostok scheiße sei. Die Linien ist aber mega geil. In den Tests konnte ich, also durch die Tests kann ich dem nicht zustimmen, aber vielleicht hat sich ja was geändert mit der Release-Version. Und da gerade die neuen Testschiffe auch da sind, habe ich leider keine Zeit, mich bei den Russen hochzuspielen. Das alles geht einfach nicht. Was man aber sagen kann ist, ich verstehe nicht, warum hier der vordere Wellenbrecher dran ist. Hat es einen Grund, warum das Deck hier nicht überspült werden darf? Damit sie ja nicht die zusätzlichen Rettungsboote wegreißt? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht kann mir das jemand erklären. Ich verstehe, warum bei den Geschützturmen die Wellenbrecher drauf sind. Denn mit den Wellenbrecher meine ich die Dinger hier. Ich hoffe mal, das sind die Wellenbrecher. Sollte aber schon so sein. Wie gesagt, eine große Nase, habe ich schon mal angesprochen. Und jetzt konzentrieren wir uns aufs Gefecht. Ist ein Tier 10 Gefecht mit Flugzeugträger. Das ist natürlich brutal übel. Man weiß es. Wenn ein Flugzeugträger mit dabei ist, kann man das Gefecht gleich ausmachen. Es sind viele Tier 10 Schiffe mit dabei. Irbitz, Bismarck und Kit. Im Gegenteil als einzige Achter. Hier haben wir die Asashia, die Vladivostok und die Bismarck. Ich sag mal so, die Vladivostok wird sich leichter tun, als zum Beispiel eine Tirpitz oder eine Bismarck hier adäquaten Schaden zu machen. Aber hier ist die Skillung wahrscheinlich, weiß ich nicht. Wenn ein Kapitän mit bei gesendet wurde, zeige ich den euch natürlich. Wenn nicht, dann werden wir nie erfahren, wie die Skillung ist. Aber ich tippe mal auf Russen üblich überleben. Überleben vielleicht beim 19. Kapitän dann mit einer Anti-Air-Skillung. Aber man weiß es nicht. Wie gesagt, wir werden es sehen, sollte ein Kapitän mit dabei ist. Mit dabei sein. Oh wow, Gehirn. Ja, die Mischung aus, sollte ein Kapitän damit, also mit bei sein, oder sollte, solange ein Kapitän mit dabei ist, oder ein Kapitänsbild, ein Skillbild. Ne, wisst ihr, was ich meine? Ja, schauen wir mal. Epizentrum auf dieser Karte ist Schrott. Caps auf dieser Karte laufen meistens ähnlich ab. Tatsächlich bin ich überrascht, dass die Hälfte des Teams zu A fährt und fast die Hälfte des Teams zu C. Nur die Conqueror und die Yamato eine weit, weit Weg, far, far away Position, nenne ich die. In Anlehnung an Shrek, wo Fiona im Land far, far away wohnt, also weit, weit weg. Ja. Sind wir schon da? Yamato, bist du schon da? Bist du schon da? Bist du schon da? Ganz genau. Das ist die Anlehnung. Vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt für manch einen. Aber ich habe ja Zeit, es zu erklären, denn der lange Anfahrtsweg hier zu C erlaubt entweder einen klassischen Zeitsprung. Und es wird jetzt schwieriger mit der Daring und der Torpedos. Da könnte natürlich einiges kommen von vorne links. Die Daring war übrigens schon vorne vorher auf. Aber jetzt dreht er, weil er es gesehen hat. Und die Neptun frontal hier bei C. Man kann davon ausgehen, dass die Neptun im C-Punkt drin steht. Und ja, Sascha wird hier schwierigen Feind haben. Also einen schwierigen Fight. Oh, 10 Kilometer? Ja, einen, immerhin. Warum schwierigen Fight? Ja, weil die Torpedos nicht dafür gedacht sind, Kreuzer rauszunehmen und dennoch wurde in den Smoke getorbt. Man könnte jetzt sagen, ja, die Sowjetski Soyuz steht ja dahinter. Aber steht sie ja nicht. Ja, das beachten wir mal nicht. Vielleicht wird da beim nächsten Mal besser getorbt. Vielleicht war es einfach nur schlecht getorbt. Kit und Daring. Hier doppelt gemoppelt. Weil die Kit trennt sich jetzt. Kit ist ein brutaler Anti-Air-Zerstörer. Also der ist echt brutal. Auf Stufe 8 holt der alles runter. Pff, da kann ich Cleveland. Kann sich ducken. Und schaut euch das an.
Beschuss von der Tirpitz? Ja, es ist egal. 380 ist für eine Vladivostok schon fast Kleinkaliber, was den Feind betrifft. 11,7 Kilometer, da müssen wir jetzt schauen, ne? Wenn die goldene Streuung kommt. Und hier die 152 mm der Neptun, wenn sie nicht in die Aufbauten trifft, ist sowieso. Ah. Na, damit. Ah, 9956. Ja, okay. Sowjetski Soyuz, wahrscheinlich benannt nach der Soyuz. Wegen dem Raumfahrtprogramm, wegen dem russischen, bin mir nicht sicher. Ja, ich hebe beteuernd die Arme. Seht ihr leider nicht, weil keine Facecam. Mir leid für euch. Ich weiß es, ich sehe es, ich mache es. Aber ist Stufe 9. Das wird vielleicht einen epischen Fight geben, aber es dauert noch ein bisschen. Man hat halt hier eine 2 Stufe 9er gegen 3 Achter, wobei die zwei, also die beiden Ds dann noch abgefahren sind oder abgehauen sind. Gilt jetzt, dass das Team auf A das hier schafft. Das große Problem ist, die Bismarck macht Boden gut drüben bei E1, ehemals D2. Oh. Ist natürlich scheiße, wenn man eine Panzerung hat, die im Nahkampf besser wird und auf Entfernung schlechter ist und dann fährt man weg. Ja, die Neptun will's wissen. Torpedos von links, muss man aufpassen wegen Daring. Vielleicht kommen sie zurück. Die Neptun, die macht einen kleinen Fehler. Ich weiß jetzt nicht die Aufdeckungsreichweite bei Feuern im Nebel der Neptun, aber es dürfte so 7. Weniger wird es wahrscheinlich nicht sein, aber sowas in diese Richtung soll es sein. Und sie hat bei voller Fahrt gesmoked. Also mit der Salbe dürfte sie eigentlich raus sein, weil sie hat einfach den kompletten Nebel verschissen. Hat nicht gereicht. Bisschen weiter nach vorne ziehen. Und die Asasha torpt wieder in den Smoke. Oder sieht aus, als hätte nichts getroffen. Nichts hat der Sowjetski Soyuz getroffen. Da kommen natürlich die Torpedos von Neptun und die sind super für die Vladivostok. Da hat jemand Pech gehabt mit dem RNG des Torpedoabwurfs. Dafür ist die Daring in der Seite und ballert die ganze Zeit mit den britischen AP-Granaten mit, was hat die, 114 mm. Und da ist der unter Anführungszeichen verdiente zweite Schuss mit Doppelzitadelle und da ist sie raus. Und oben die Tirpitz hat jetzt auch einen Winkel gefunden, auf dem sie den Vladivostok wirken kann. Wäre intelligent, also wäre besser, wenn die Vladivostok ein bisschen nach links drehen würde. Es kommt auch die Daring an, die Daring ist übrigens offen, aber dann kann sie gegen Tirpitz anwinkeln und zeigt weniger Breitseite gegen die Daring-Torpedos. Also nach links und dann rückwärts. Vielleicht ist die Asasha auch voll der Gnade und torpt mal auf die, naja. Man könnte meinen, ja, da kommen die Torpedos. Oh, Gott sei Dank sind die schlecht geworfen. Oh ja. Oh ja, Gott sei Dank sind die schnell schlecht geworfen. Das Daring-Torpedos sind gefährlich. Nicht, weil sie den höchsten Schaden machen oder so einen Spaß oder weil sie 15 Kilometer weit laufen, das tun sie nicht. Sondern weil sie alle auf einen Fleck abgeworfen werden können. Und jetzt gilt es natürlich hier darauf zu achten, dass man nicht rausgerammt wird. Oh, das ist bitter. Die Sowjetski Soyuz konnte schon schießen, bevor sie offen war für uns. Und das ist natürlich aus der Hüfte gezielt. Richtig geil. Fünffach zieht da vorne unter die Türme. Das war sehr gut gemacht. Also da hilft einem selbst das bessere Schlachtschiff nicht, oder das mit der höheren Stufe, wenn man es dann so versaut. Ja. Schöne Schiffe übrigens, Sowjetski Soyuz. Gut, da per Vladivostok kann man sich streiten. Beim Kreml dann auch nicht. Das ist auch objektiv vom russischen Parlament, der Duma, herausgegeben als schönstes Schiff der Welt. Das schönste Schiff auf Tier 10. Da gibt es kein Wenn und Aber. So, da sieht man die gute Panzerung und Anführungszeichen gut. Der Tirpitz auf 11,2 Kilometer. Anderes Schiff hätte wahrscheinlich Breitseite Zitadellen gefressen, aber nicht mit der Tirpitz. Die frisst normalerweise nur schweren Schaden, dafür trifft sie nichts. Diesmal aber sehr, sehr wenig Schaden gefressen. Dafür schießt sie jetzt frontal AP auf eine vornstehende Vladivostok. Das ist auch das Problem der Schiffe, die man hat, wenn man den russischen Schiffen als Gegner hat.
Und brauchst du, ich glaube, Bow-On brauchst du quasi nicht drauf schießen mit der 380er AP. Muss das nochmal wiederholen, wenn ich zu leise beginne, dann nimmt mein Mikrofon wahrscheinlich das nicht auf. Und dann hat man, auch wenn es in der Mitte zu leise ist, keine kuriose Satzstellung, weil ein, zwei Wörter verschluckt werden, weil ich dramatisch als Stilmittel leiser werden möchte. Naja, Irbitz fährt rückwärts. Das ist natürlich genialer Stil. Hier Anzeigefehler würde ich tippen. Dirbit sollte markiert sein. Spricht jetzt nichts mehr gegen einen Push. Hier noch kurz das Cap einnehmen. Die Frage ist, wird er schaffen? Beschuss durch die Dirbits. Er sollte natürlich potenziell außerhalb der Reichweite, das ist falsch gesagt, er sollte natürlich außerhalb der potenziellen Reichweite der Sekundären kommen. Und endlich hat ja Sascha etwas getroffen. Natürlich so kurzfristig, dass jetzt von der Daring rausgenommen wird. Ja, Sascha mit einem der besten Tarnwerte auf Stufe 8. 5.4 müsste es sein, wenn es mich nicht täuscht. Ich glaube schon, es soll Kagero-Tarnwert sein. Und dann lässt sie sich erwischen von der Daring. Die Kanone sind natürlich beschissen. Also das brauchen wir nicht zu vergleichen. Man sieht es auch an den schnell sinkenden Trefferpunkten der Sascha. Aber naja, ein Schiff, das, ich glaube, nie besser eingesetzt werden hat können als mit Einführung eines neuen DD-Baums. Je mehr Schlachtschiffe im Gefecht, am besten 10, desto besser ist die Daring, denn die Daring-Torpedos treffen nur Schlachtschiffe und CVs. Dementsprechend leicht unnötig. Wenn man nicht in einer gescheiten Division fährt, gut, dann kann man immer noch die Kagero nehmen zum Beispiel, oder die, oh, wie heißt sie denn? Die Anime, die Harekaze zum Beispiel. Wegen Aufdeckungsreichweite jetzt angesprochen, dass man mit 5.4 eine der besten Aufdeckungsreichweiten auf der Stufe hat, oder die beste Aufdeckungsreichweite auf der Stufe. Wird natürlich obsolet mit einem gescheiten CV, der jagt dich. Da ist schwierig. Da musst du den Nebel wasten. Team oben bei A, inklusive der gesunkenen Bismarck, die haben es dann schlussendlich geschafft, gegen das Team zu bestehen. Jetzt ist nur noch Daring, Salem und Midway da. Wobei die Salem sollte eigentlich gegen die Stalingrad rausgehen, mit Hilfe der Conqueror. Ich will jetzt nichts verschreien, die bekommen Unterstützung vom Flugzeugträger. Unsere Midway, die, ja genau, da die Vladivostok Puppenbanger, zeigt auch an, der soll mal was machen. Vielleicht nicht unbedingt mit den Torpedos. Also mit den Torpedos der Midway, das ist relativ fragwürdig, die Torpedos der Midway sind. Ich will nicht sagen, sie sind schlecht, aber im Vergleich sind sie schlecht. Aber die hat natürlich andere Vorlieben und Stärken. Schlachtflugzeuge zum Beispiel. Oder ziemlich... Ach Gott, die haben sich rausgerannt. Naja, mal. Ich habe nicht gesehen, wie es um die HP der Stalingrad stand. Oder die der Salem. Da kann man sich kein Urteil erlauben. Naja, schaut nach hinten. Ja, die soll, sobald er hier um die Insel fährt, durch die Lücke könnte die aufgehen. Die muss natürlich zu C fahren, um C zu cappen. Wenn Team Rot überhaupt eine Chance haben will, dann geht das jetzt um die Punkte, um die Caps. Midway fährt schon rein zu B, da ist die Vladivostok natürlich schneller. Wie gesagt, es wäre wichtig zu wissen, wo die Daring ist. Natürlich sollte man die nicht mit den langsamsten Flugzeugen suchen, die das Schiff zu bieten hat, nämlich den Torpedobombern. Schlachtflugzeuge wären da relativ ideal. Aber ich wollte vorher noch sagen, also ich glaube, die Midway macht den konstantesten High-Schaden mit den Bombern. Von allen Klassen. Akurio natürlich, die Pike, so wie es heißt. Oder Pike, also eine Spitze. So, Da ist sie. Oh, das tut jetzt weh. Intelligent umgeladen von Banger. Beschissen vom RNG getrollt. Da kann man dann nichts mehr machen auf 6 Kilometer. Ja, noch genauer kann das russische Schlachtschiff dann wohl nicht sein. Und das wird jetzt so sein, dass Torpedos im Anflug sind. Deswegen dreht er auch weg. Und dann geht's rüber zu C. Schlachtflugzeuge der Midway sind unterwegs. Die Midway, sollte aufpassen. Sollte tatsächlich aufpassen. Ich will jetzt einmal schauen. Oh, die Gearing hat nur 1400 mehr. Das ist eine Salve der Daring. Und wenn die Midway offen ist durch den gegnerischen Flugzeugträger und die Daring im Smoke steht, dann könnte es relativ bitter bleiben. Die Gearing torpediert natürlich auf den Nebel. Das ist relativ unnütz, denn wo wird sie am wenigsten oft sein? Also wo wird sie nicht sein? Wahrscheinlich im Nebel. Da,
Ich glaube, die wird jetzt noch ein paar Punkte machen. Sie kann nicht bestehen gegen ihr alle. Sie müsst auf jeden Fall die Vladivostok raus torpedieren. Dafür ist sie nicht nah genug dran. Das war ein Anflug. Eine Anfahrt der Daring, die es vielleicht nicht unbedingt gebraucht hat. Da hat sie, wenn sie die Torpedos nicht losgeworden ist, aber ich glaube, jetzt kommen die Torpedos frontal hier auf den Puppenbanger zu. Ja, da kommen sie auch. Aber wieder schlecht gesetzt, oder was heißt hier schlecht? Halt so gesetzt, um den größtmöglichen Schaden zu machen. Und es könnte theoretisch auch ein Spread gewesen sein vom... Nein, kann es nicht. Diese zwei sind zu nah zusammen. Vielleicht hat Drach auf die Midway getorbt. Na, hier wäre sie dann, wenn sie nicht stehen geblieben wäre. Und den einen nimmt sie. Um die vielleicht rauszukriegen, das hätte ihr natürlich am meisten geholfen. Den gegnerischen Flugzeugträger rausholen und den eigenen Flugzeugträger dann spotten lassen, während man noch die Gearing rausschießt. Und dann vielleicht noch die Vladivostok runter, takatakat. Denn man kann von der Daring halten, was sie will. Geschütze sind gut. Nur das Kaliber ist beschissen. Aber sie macht trotzdem genug Schaden. Wie gesagt, die FAE ist halt Pflicht, wenn man mit HE Schaden machen möchte. Und wenn man sagt, hey, ich schaue, dass ich selbst gegnerische DDS breitseitig erwische, damit ich nicht abpralle, dann reicht auch die AP, aber das, davon würde ich tatsächlich abraten. Das könnte es gewesen sein. Oder auch nicht. Ja, ja gut, ein Schlachtschiff gegen den DD. Muss nicht immer ein One-Shot sein. Und da kommt die Taka-Taka. Ist aber schon zu, schießt aber auf Last Position. Oder auch nicht. Dann wird es das gewesen sein. Tja. Na gut, kann man nichts machen. Also, man sieht, die Midway kann ich nicht aufdecken. Der DD kann nicht raus. Wäre halt geil, wenn die gegnerische Midway unseren CV aufdecken würde, weil tja, ist halt intelligent, weil die kann drauf schießen. Das wird, wenn überhaupt, aber halt nur nebenbei passieren. Das ist schlecht. Etwas, wovon die Daring leider nur träumen kann. Das ist fehlende Map-Übersicht dann. Und das, ja, soll es endlich gewesen sein. Verdammt, sind sogar eine Detonation. Da wird man getrollt und getrollt, 5 Salben lang, dass die nicht rausgeht. Und dann, wenn es aussieht, als würde es richtig Bündel kommen, dann ist es noch eine Detonation. Dann schenkt man dem Feind auch noch 10 Flaggengutsein vergönnt. Aber das ist auch Trollen auf höchster Stufe vom RNG, oder? Detonation ist RNG, sobald... Das ist... Und da wurde gelobt. Also, jemanden hat er gelobt. Die Frage ist, wen? Da ist auch schön, dass man das mal sieht. Man sieht es leider nicht, ob er Tabulator drückt oder nicht und wer dann hier gelobt wird. Aber jemand wurde gelobt. Vom eigenen Team oder vom Gegnerteam. Das ist eine andere Geschichte. Aber die Conqueror, die schafft es ja noch, die Midway zu erledigen. Alles andere wäre brutal. Und das war's. Und wir haben den Kapitän mit dazu. Ihr seht, komplettes Überlebensbild mit Inspekteur für mehr Reparatur, also Heals etc. Minus Brand, minus Feuer, Herd und minus 10% Brandwahrscheinlichkeit. Natürlich eingerechnet in die Formel bringt das so gut wie... Ich sage nichts, aber es ist wirklich so. Es kommt, wenn ihr es durchrechnet, irgendwo im Promillebereich. Wenn es hochkommt, im einstelligen Prozentbereich raus. Und das macht halt wenig Spaß. Einmal Concealment dazu. Ja, das war's. Turmdrehzeit ist vielleicht etwas, was dann auf Stufe 10 generell obsolet wird. Da hätte ich persönlich, oder werde ich persönlich und habe teilweise schon den Adrenalinrausch nehmen, denn das Schiff profitiert natürlich stark davon. Man hat viele Heals. Man kann relativ zügig die Trefferpunkte korrigieren, wie man möchte und dann davon profitieren. Und teilweise ist der Reload der Russen doch höher als bei anderen Schiffen. Nichtsdestotrotz 171.000 in einem Tier-10er-Gefecht mit Flugzeugträger und guten oder wenn wir so starken gegnerischen DDs ist natürlich mega. Also ist ein super Gefecht. 9 Zitadellen, teilweise relativ unglücklich. Gewesen beim Beschuss, dann schön die sowjetische Soos rausgenommen. Einmal Solo-Cap, einmal unterstützt. War vorne dran, werden wir dann beim potenziellen Schaden vielleicht nochmal reinschauen. 3122 Basics B auf dem ersten Platz, wie gesagt im 10er-Gefecht, wo nur 3 Achter dabei waren. Und hier im ausführlichen Bericht sieht man die 2 Millionen. Nächster Gamer hat man weniger als 1 Million oder 1,5 Millionen auf Tier 10. Dann war es schlechte Positionierung.
Dann hat man im Team nicht so viel genutzt, wie man eigentlich hätte können. 70.000 sogar erlitten und repariert. Immer schön, wenn man das, was man an Trefferpunkten hat, auch repariert, wenn es denn möglich ist. Das ist immer geil. Dafür wird man belohnt mit vielen Credits, mit vielen XP, auch Free XP und ganz vielen Kapitäns-XP, 44.000. Je nachdem, da wird auch ziemlich eine gute Auswahl an Flaggen mit eingeflossen sein. Ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Vielen Dank.